Hallo zusammen bei der Film Lounge. Für euch jetzt Trailer und Review zu Zurück in die Zukunft 1 bis 3, denn heute ist ja der große Back to the Future Day. Und die erste Geschichte, also der erste Teil, spielt in den 80er Jahren. Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox, ist auch befreundet mit Doc Brown, ist ein verrückter Professor. Der hat eine Zeitmaschine gebaut, eben in diesem DeLorean. Dummerweise passiert aber so ein kleines Unglück, denn durch einen Zufall und eine nicht geplante Flucht muss eben Marty mit dem DeLorean wegfahren, überschreitet aber die Geschwindigkeit und der DeLorean ist eben noch auf die 50er Jahre eingestellt. Er reist in die 50er Jahre, lernt dort auch noch seine Mutter kennen, versteht sich auch ganz gut mit der, leider zu gut. Sie findet ihn nämlich jetzt eigentlich toller als sein Vater. Und was er bedeutet, wenn er eigentlich in die Gegenwart zurück will, muss er dafür sorgen, dass sich die Mutter in seinen Vater verliebt, damit er überhaupt geboren wird. Klingt ziemlich verrückt, war es auch. Und wie das Ganze überhaupt aussieht, das seht ihr hier in so einem schönen Best-of-Track. Erinnert ihr euch noch an die Zukunft? Am 21. Oktober 2015 ist es soweit. Sie baut eine Zeitmaschine aus einem DeLorean? Hey, McFly! Hallo! Ungültiger! Marty McFly und Doc Brown sind endlich zurück. 1.21 Gigawatt! Auf der großen Leinwand. Wenn du es tust, hat das Konsequenzen auf zukünftige Ereignisse. Ist das nicht ein Traum, Junge? Du bist meine Ma. Oh. Wollen Sie mir jetzt etwa erklären, dass meine Mutter scharf auf mich ist? Zum ersten Mal in gestochen scharfer Digitalversion. Mein Name ist Darth Vader. Das ist der Hammer. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Es wird Zeit, zurückzukehren. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Nur am 21. Oktober im Kino. Die Trilogie ist ja ein absoluter Meilenstein der Filmgeschichte, aber vor allen Dingen der erste Teil, der es eben schafft, eine unglaublich kreative Geschichte zu erzählen mit wirklich super witzigen Dialogen, ganz vielen interessanten und lustigen Einfällen. Und eben dieser Gedanke, wir machen eine Zeitreise und ich lerne meine eigene Mutter kennen und da knistert's, was aber eigentlich gar nicht gut ist, weil dann würde ich gar nicht existieren, denn in dem Moment, wo sie ja zusammenkommen würden, wäre seine Existenz verloren, ist schon eine ziemlich coole Herangehensweise und auch gerade aus der technischen Sicht ist das immer noch so wirklich so boom, richtig fett, wenn man überlegt, was in den 80er Jahren damals eigentlich produziert worden ist. Und völlig zu Recht ging dieser Film damals eben durch die Decke. Schauspielerische Leistung ist cool. Es gibt einfach so viele legendäre Filmzitate und aber auch Szenen. Da schlägt eigentlich das Herz jedes 80er und 90er Jahres Kindes und auch von allen, die eigentlich vorher geboren worden sind, höher. Dementsprechend wirklich ein absolutes Meisterwerk und den muss man einfach einmal gesehen haben. So ein absoluter 10 von 10 Punkte Film. Der zweite Teil, ja, ich versuche jetzt in diesem Video alle drei Filme abzubilden. Der zweite Teil spielt ja aber eben auch am heutigen Tag, nämlich am 21. Oktober 2015. Sie müssen nämlich auch einmal in die Zukunft, werden aber auch dadurch, dass eben, wenn man bestimmte Dinge weiß in der Gegenwart, dass etwas in der Zukunft passiert, kann man das natürlich ausnutzen. Das ist überhaupt nicht gut und sorgt eben dafür, dass sämtliche Zeitstränge sich verschieben und die aktuelle Gegenwart eben nicht mehr die aktuelle Gegenwart ist, sondern verändert worden ist. Klingt jetzt viel komplizierter, als es im Film dargestellt ist. Spielt also in den 50ern, in den 80ern und im Jahre 2015 und da ein absolutes Novum eigentlich in der Filmgeschichte auch, dass der erste Teil nochmal aus einer anderen Perspektive in einigen Stücken gezeigt wird. Und das ist dann auf jeden Fall auch so der Mehrwert, den dieser Film mitbringt. Natürlich auch andere coole Szenen, aber schafft es nicht mehr ganz an den ersten Teil ranzukommen. Der Überraschungseffekt fehlt da eben logischerweise. 9 von 10 würde ich für den zweiten geben. Und der dritte Teil spielt dann exakt 100 Jahre zurück, also 1885. Da möchte man ja unbedingt diesen ganz großen Bogen machen. Also die ganze Familiengeschichte, diese ganze Konstellation so in historischen Kontext bringen. Wie war das eigentlich vor 100 Jahren? Kann man da auch noch was dran ändern? Und da wird das Ganze dann halt so ein bisschen konstruierter. Da merkt man eben, ja, okay, ne, es sind so ein paar witzige Zitate auch wieder da und es sind so Anspielungen auf Teil 1 und Teil 2. Klammer auf, Teil 2 und 3 sollten ja eigentlich nur ein Film werden, war dann aber zu lang, es wurden 2 draus, Klammer zu. Da merkt man eben, das funktioniert jetzt nicht mehr so an jeder Ecke, ist aber nichtdestotrotz natürlich noch ein unglaublich unterhaltsamer Film geworden, den man auch insgesamt in diesem Trilogie-Kontext einmal geschaut haben soll. Den würde ich jetzt 7 von 10 geben. Ihr könnt euch jetzt selber ausrechnen, was das für die ganze Trilogie bedeutet. Natürlich 10 von 10, ne? Nee, tolle, tolle Trilogie. Läuft heute auch ja noch einmal in sämtlichen Kinos, fast überall ausverkauft.
gekauft, der aber jetzt noch irgendwie Bock bekommen hat, schaut einfach mal im Netz nach, ob es noch irgendwo Karten für euch gibt. Ich bin heute Abend auf jeden Fall in Köln auch in der Originalfassung dabei. Vielleicht sehe ich ja ein paar Kölner bei euch. Wenn ihr euch jetzt aber lieber noch ein anderes Video anschauen möchtet, kann ich das durchaus nachvollziehen und verlinke euch die beste 90er-Jahre-Filmliste Top 10 hier unten links und die Review zu. Ach komm, verlinke ich nochmal auch ein bisschen Science-Fiction der Marsianer unten rechts und dann sehen wir uns bald wieder bei der Filmlounge. Macht es gut. Adieu.